willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit sehr herzlich unsere Patientin Frau Klotz und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Malisius. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Frau Klotz, vor ungefähr einem halben Jahr haben Sie sich bei uns in der Klinik vorgestellt und Sie haben einen Herzklappenfehler gehabt, im Grunde genommen einen sehr besonderen Herzklappenfehler. Vielleicht können Sie kurz erzählen, mit welchen Beschwerden Sie zu uns kamen, bevor wir danach davon sprechen, was für ein Herzklappenfehler das ist. Ja, es war Folgendes. Ich war nicht mehr in der Lage, 10 Schritte zu gehen. Ich habe eine Treppe im Haus, die konnte ich kaum hochgehen. Ich bin ganz schleppend hochgegangen, musste, wenn ich nach oben ging, mich erstmal hinsetzen, beziehungsweise habe ich mich dann schnell aufs Bett gelegt, so ein paar Minuten, 5 Minuten vielleicht, und dann konnte ich weitermachen. Also, und ich wusste, dass ich so nicht weiterleben könnte, weil es war wirklich, es wurde immer extremer. Und das Merkwürdige war, dass ich zu meinem Kardiologen ging und er sagte, es ist nicht das Herz. Gott sei Dank gab es eine Ärztin in der Asklepios-Klinik hier in Heidelberg, die sagte, sie vermutet, das ist das Herz. Und dadurch habe ich mich dann vorgestellt in der Klinik, in der Heidelberg-Klinik. Und da wurde festgestellt durch Untersuchungen, dass ich einen Klappenfehler habe. Ich war ganz verblüfft, weil ich 2010 die erste Herzklappen-OP hatte und dachte, das hält so ein paar Jahre und dass ich nicht nochmal an diese Klappe müsste. Leider ist es passiert und ich war froh, dass es hieß, man könnte etwas reparieren. Und ja, und da wurde darauf hingearbeitet und da war ich unheimlich froh, denn das hat für mich ein weiteres Leben begonnen. Und denn mit diesem Klappenfehler vorher hätte ich nichts mehr machen können. Ich hätte nicht laufen können, keinen Sport mehr machen, nichts mehr machen. Und jetzt bin ich froh und in der Lage, mich wieder normal zu bewegen und alles mitzumachen und da fühle ich mich unheimlich wohl. Ja, Mensch, das freut uns. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt, sind Sie ja Kummer gewohnt. Sie haben 2010 und 2013 bereits große Herzklappenoperationen hinter sich gebracht und diese auch gut überstanden und hatten tatsächlich dann mit 77, wenn ich das so sagen darf, nochmal einen Rückfall. Luftnot war das führende Symptom. Ja. Hatte denn jetzt, wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, hatte das plötzlich angefangen oder schleichend? Eigentlich schleichend. Das war das Problem, weil ich dann zum Kardiologen ging und er meinte, das ist eben nicht das Herz, komischerweise. Aber es sind auch andere Untersuchungen gewesen. Das halte ich ihm eigentlich zugute, dass es eben nicht unter Narkose, sondern ganz normale Untersuchungen waren und er das einfach nicht festgestellt hat. Ja, das liegt unter anderem daran, dass Sie einen ganz besonderen Klappenfehler haben. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Experten, Herrn Dr. Malisius. Dieser Herzklappenfehler, was hat es damit genau auf sich? Also ich habe gerade schon gesagt, da sind bereits Operationen erfolgt, aber irgendwas ist ja jetzt an dem Herzen nicht in Ordnung gewesen. Können Sie das kurz beschreiben? Ja, und zwar haben wir zunächst einmal ein sogenanntes Herzecho durchgeführt, das heißt eine harmlose Ultraschalluntersuchung des Herzens, bei der sich bereits zeigte, dass doch ein erheblicher Rückfluss über die künstliche Herzklappe vorlag. Zur Klärung dann, ob es sich um eine Undichtigkeit innerhalb der Herzklappe oder neben dem eingenähten Klappenring handelt, haben wir dann zusätzlich ein sogenanntes Schluckecho durchgeführt. Dabei schlucken die Patientin nach Gabe eines Schlafmittels eine Ultraschallsonde, mit der dann besonders gut eine derartige Herzklappe beurteilt werden kann. Durch die Gabe des Schlafmittels bemerken die
Patienten in der Regel von der Untersuchung auch überhaupt nichts. Also die wird vollständig im Schlaf durchgeführt. Und während dieser Untersuchung zeigte sich dann wieder diese ausgeprägte Undichtigkeit der Herzklappe, und zwar, was für uns jetzt entscheidend war, neben dem Klappenring als Folge eines Nahtdefektes. Und aufgrund dieses Befundes wussten wir dann, wie wir alternativ zu einer Operation die Patientin, also Frau Koop, mit einem Herzkatheter behandeln konnte. Und dieser Herzkatheter hat ja im Grunde genommen nicht nur eine diagnostische Funktion, sondern man kann in derselben Untersuchung tatsächlich auch Therapie machen. Wie muss man sich das vorstellen? Da ist ein kleines Loch neben dem Klappenring, die Klappe selbst ist intakt. Was wird denn dann da durch den Katheter gesteckt, damit man dieses Loch stopft? Man führt zunächst einen Draht durch das Loch, dann einen sogenannten Führungskatheter und über diesen Katheter dann ein sogenanntes Plug-System, also praktisch ein System, das aus zwei laienhaft formuliert Stöpseln besteht. Ja. Man schiebt erst den einen noch eingefalteten Stöpsel durch den Defekt, entfaltet dann diesen Stöpsel und zieht den Katheter weiter zurück, und durch den weiteren Katheterrückzug wird dann der zweite Stöpsel an der Gegenseite positioniert. Und in diesem Fall war es so, dass dieser Defekt schon etwa 15 mm lang war, so bananenförmig, sodass wir mit einem Stöpsel die Hälfte des Defektes behandeln konnten und dann in gleicher Weise, wie gerade eben beschrieben wurde, ein zweiter Stöpsel zum nahezu kompletten Verschluss dieses Defektes eingesetzt wurde. Danach also ist im Grunde genommen wie das Verkorken eines Flaschenhalses, richtig? Ja, so kann man das gut vergleichen. Nur dass wir in diesem Fall dann zwei Korken benötigten, aber das ändert nichts am Prinzip. Ja, die interessante Tatsache ist tatsächlich, dass Sie das mit dem Ultraschall begleiten und wir das im Röntgen bei dem Patienten unter sehr kontrollierten Bedingungen implantieren können. Also zu jeder Zeit kann der Korken wieder rein und rausgeholt werden bis zum perfekten Sitz. Und in dem Fall haben Sie uns dann irgendwann das Freizeichen gegeben und haben gesagt, so, der Korken kann jetzt abgeschraubt werden, und dann blieb dieser als einziges Material noch im Herzen. Allerdings ist es schon so, dass so eine Prozedur 1,5 Stunden dauert, weil man natürlich mit einer hohen Präzision und Genauigkeit so einen Verschluss auch behandeln muss. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Frau Klopp? Jetzt haben Sie gewartet auf diese Prozedur. Ich weiß auch, dass Sie lange gewartet haben, weil wir zunächst gedacht haben, dass wir das mit Tabletten allein hinbekommen. Als es dann Weihnachten vorbei war und wir diese Wartezeit und im Grunde genommen auch diese ersten Therapieversuche mit den Medikamenten abgebrochen haben, wie war das dann nach der Operation? Wie schnell standen Sie wieder auf den Beinen? Ich war relativ schnell auf den Beinen eigentlich. Ich turnte da schon direkt nach der Operation eigentlich. Den Tag selber bin ich vorsichtshalber liegen geblieben. Und dann aber den nächsten Tag turnte ich schon ums Bett ran. Und als dann der Stationsarzt kam und mich da so sah, sagte er, dass ich eigentlich entlassen werden könnte. Und mir ging es gut. Ich konnte wieder atmen. Ich hatte nicht ganz mein altes Leben. Deshalb musste ich auch ein bisschen üben. Und mit dem Spazieren gehen war es am Anfang etwas schwierig. Also einfach so gewisse Abläufe musste ich so ein bisschen vorsichtig sein, aber das hat sich relativ schnell eingespielt und dann jetzt ist alles in Ordnung. Also waren Sie im Grunde genommen am Tag nach dieser kleinen Operation schon wieder auf den Beinen? So ist es, ja. Und wenn Sie das vergleichen, Sie waren ja 2010 und 2013 nochmal gute 10 Jahre jünger. Wie war das nach diesen Herzoperationen im klassischen Sinne? Wie lange braucht man da so? Mir ging es natürlich erheblich besser, obwohl ich inzwischen ja, wie gesagt, 10 Jahre älter bin. Und ging es mir einfach, ich bin schneller wieder fit gewesen, schneller auf die Beine gekommen. Und ich fühlte mich einfach wohl. Und das ist
ja die Hauptsache eigentlich. Ja, also uns freut vor allem, dass es uns gelungen ist, Ihnen schnell zu helfen. Sie sprachen davon, dass Sie im Januar noch überhaupt gar nicht an Sport denken konnten. Wie ist jetzt aktuell Ihr Alltag? Einkaufen gehen, Treppen steigen, ist das alles machbar? Das ist alles machbar. Ich habe mich wieder beim Sport angemeldet. Ich hatte mich abgemeldet und ich bin wieder dabei, altersgemäß natürlich. Und ich war heute mit meinem Mann auf dem Markt und ich kann auch die Treppen wieder ordentlich gehen. Also ich bin da unheimlich begeistert und würde mich auch gerne bei Ihnen nochmal einfach bedanken. Sie haben mir ein neues Leben geschenkt. Und da bin ich natürlich sehr froh und sage nochmal vielen Dank. Ja, das ist sehr freundlich. Also schönere Abschlussworte kann man gar nicht finden, Frau Klotz. Die möchte ich auch im Raum stehen lassen und den Dank weitergeben an das ganze Herzteam Heidberg. Auch im Namen von Dr. Malisius möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken für die Bereitschaft, dieses Interview mit uns zu führen und Ihre Welt mit uns zu teilen. Wir sind sehr froh, dass es Ihnen besser geht und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank.